Hallo, wir sind Dominik und Thomas. Hallo. Von Haas Innengrün. Willkommen auf unserem YouTube-Channel. Das ist das erste von drei Videos, wo wir euch Haas Innengrün vorstellen. Im ersten Video geht es jetzt um Haas Innengrün im Allgemeinen und was wir so auf unserem YouTube-Channel vorhaben. Willkommen bei uns im Gewächshaus. Wir haben hier ein kleines Filmstudio für euch aufgebaut. Und wir wollen jetzt einfach anfangen, euch zu erzählen, wie denn das mit Haas Innengrün angefangen hat. Und das kannst du, Papa, eigentlich am besten. Das ist kurz erzählt. Ich habe in meiner Jugend eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner gemacht. In der Zeit habe ich mal eine Broschüre vom Schweizer Innenraumbegrüner in die Hände bekommen. Das hat mich so fasziniert, dass ich mich irgendwann entschlossen habe, ich werde Innenraumbegrüner und habe dann irgendwann auch eine Firma gegründet. Ja, aber das war nicht hier in dem Gewächshaus, sondern ganz woanders. Ja, das war schwierig am Anfang. Ich habe eine Firma gehabt, eine Idee gehabt, aber keine Kunden und auch sonst nichts. Aber mir war klar, eines musst du als Innenbegrüner haben und das in Pflanzen. Und dann bin ich losgezogen in den Großhandel und habe mir erstmal mit Pflanzen eingedeckt. Und die habe ich dann bei meiner Mutter im ganzen Haus verteilt. Da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Die Oma ist nämlich dann immer mit der Gießkanne rumgelaufen und hat die ganzen Pflanzen in der Garage, im Keller und im Wohnzimmer gegossen und geschaut, dass sie nicht vertrocknen. Gott sei Dank haben wir dann doch noch irgendwann Kunden gefunden, die ganze Pflanze gekauft haben und so. Und das sind auch immer mehr geworden und so haben wir dann irgendwann doch hier ein Gewächshaus bauen können und eine ordentliche Firmensitz gründen. Und die Firma hier in Sigmarszell am Bodensee ist nicht die einzige. Wir haben nämlich noch einen zweiten Standort. Ja, der ist im Raum Heidelberg in Östringen. Das ist mittlerweile ein eigenständiges Unternehmen und der Inhaber ist der Dietmar Worterloch. Und in Östringen bei Heidelberg wie hier bei Sigmarszell ist es einfach so, wir haben so einen Umkreis von 100 Kilometer, in dem wir unsere Kunden betreuen. Das sind bis jetzt noch keine Privatkunden, sondern hauptsächlich gewerbliche Kunden. Ja, gewerbliche und auch öffentliche Unternehmungen, also sprich Schulen, Bäder, Krankenhäuser und so weiter. Und wenn ihr Pflanzen von uns wollt, funktioniert das eigentlich immer gleich? Ja, ich fahre hin, schaue mir an, um was geht's, was brauchen die Leute und dann wird mit dem Kunden gemeinsam ein Begrünungskonzept entwickelt. Und das wird dann von uns auch ausgeführt und das Objekt bepflanzt? Ja, es ist ein Komplettpaket. Also Beratung, dann Ausführung und hinterher die Pflege. Ja, und jetzt hier auf unserem YouTube-Channel wollen wir praktisch euch mit unserem Know-how erreichen. Ja, wir wollen auch den Privatkunden das Wissen zur Verfügung stellen, das wir jetzt über 30 Jahre angesammelt haben. Und es soll so funktionieren, dass wir immer kleine Videos machen, wie praktisch Pflanzenpflege funktioniert, wie schneidet man, wann und wie düngt man. Und das könnt ihr euch dann anschauen und kommt hoffentlich auch zum grünen Daumen. Ja, das war eigentlich schon das erste von unseren drei Videos, in dem wir euch Haas Innengrün vorstellen. Im zweiten Video soll es dann noch gehen, wie die Bepflanzung von Gefäßen funktioniert und die Beratung und die Pflege. Im letzten. Ich hoffe, euch hat unser YouTube-Video gefallen. Wenn es so war, gebt uns doch einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal. Es kommen jetzt immer weiter Videos. Falls ihr Fragen habt, schreibt es uns doch einfach unten in die Kommentare oder schaut mal auf unserer Homepage vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.